Ja, hallo und da sind wir zurück bei Diablo 3. Reaper of Souls. Hier waren wir schon letztes Mal schon, aber ich möchte gerne nochmal platt. Ich hab grad gelesen, dass die Lage bleiben. Er hat mich geschickt, euch zu finden. Maltael hat den schwarzen Seelenstein gestohlen. Ihr müsst mit mir kommen. Dort unten in den Straßen sterben Menschen. Ich kann sie nicht einfach sich selbst überlassen. Aber ihr und Tyrael müsst zusammenarbeiten, um Maltael zu finden. Sagt Tyrael, dass ich in Westmark zu ihm stoßen werde. Geht. Ich werde nicht versagen, das schwöre ich. Erstens, das hier sieht ja schon mal mega geil aus. Aber jetzt, beim letzten Mal haben wir ja Diablo besiegt. Dann war kurz Frieden und dann kam Maltael und hat den schwarzen Seelenstein geklaut. So ein Scheißdreck. Ja, dazu kommt, dass ich gerade auch noch was gelesen habe im Ladebalken. Und zwar, dass wir ab Stufe 60... Genau, hau doch mal ab. Dass wir ab Stufe 60 eine neue Schwierigkeitsstufe erreichen können. Und zwar Qual. Und das wollen wir dann einfach mal auch dann ausprobieren. Wenn wir Stufe 60 in diesem LP noch erreichen sollten. Wir sind ja im letzten Akt, glaube ich. Ich glaube, im 6. gibt's nicht. Ich muss zugeben, mir graut vor dem, was wir hier finden werden. Ja, mir auch. Es sieht sehr dunkel wir und düster aus. Sterben. Nein, ich bin noch jetzt da. Sie wird uns alle umbringen. Nein. So, das wollen wir erstmal hören. Jetzt sah ich, wie der Wachsoldat von der Magie der Maid getroffen wurde. Seine Schreie erschollen, bis sein Fleisch sich in Luft aufgelöst hatte und seine Rüstung nur noch ein Skelett umschloss. Dann wirbelte blauer Nebel um seine Knochen und formte neues Fleisch. Als ich ihn endlich besiegte, explodierte die geisterhafte Körpermasse und es blieb nur ein Haufen Rüstungsteile zurück. Ja, also Lea ist ja leider auch mittlerweile tot. Das Tor. Alter. Einen Weg in die Stadt finden, diesem sinnlosen Gemetzel ein Ende setzen. So, erstmal neues Wissen aneignen. Die Schildwachen führen eine gefährliche Klinge. Doch ihr Schild mit seinen rasiermesserscharfen Stacheln stellt eine noch größere Bedrohung dar. Mit ihm können sie ihre Opfer mit einem Schlag vom Hals bis zu den Eingeweiden aufschlitzen. Dieser Schild ist nicht dazu gedacht, die Schildwachen zu schützen, sondern ihre Feinde zu versehren, zu verkrüppeln und zu töten. Ja, und hier sieht's einfach nur düster aus. Maltael hat wohl schon Gas gegeben. Und was mir auffällt, wer mir immer noch fehlt, ist, ohne Scheiß, ist Adria. Die Mutter von Leon, die fehlt mir auch noch. Wir sind immer noch am Wolfstor. Wenn wir mich natürlich erstmal hier umgucken. So. Da ist nichts mehr. Ich nehme guten Gegner mit. So, auch irgendwie werden dann hier Seelen befreit. Ihr seht immer, da fliegt immer was weg, sobald ich den töte. Okay. Gruselig, gruselig, gruselig. Ich muss sagen, der dritte Akt ist sehr düster, also zumindest jetzt hier am Anfang. So. Moderne Kanalisation. Okay. Und hier ist schon mal eine Truhe drin. Gehärtete Klinge der Tapferkeit. Des Schofts. Braucht der Schoft nicht, weil wir haben seit Anfang an den Templer dabei. Und das behalte ich auch für den Rest des LPs so bei. Altes Lagerhaus von Westmark. Was ist hier nur in Westmark passiert? Das halt! Auf den Straßen ist es nicht sicher!
Es ist das Ende der Welt. So viele wurden getötet und die Seelenernter sind überall. Gibt es Überlebende? General Thorion verteidigte eine Gruppe Flüchtlinge bei der alten Zakarum-Kathedrale. Doch wahrscheinlich sind sie alle bereits tot. Moment. Ihr seid der Barbar, der die Bastion gerettet hat. Ihr werdet auch uns retten, nicht wahr? Ja, deshalb bin ich hier. Genau. Deshalb bin ich hier. Immerhin ist noch ein Händler hier. So, das brauchen wir. Das muss ich festhalten. Jetzt hätte ich fast einen legendären Gegenstand verkauft. Bis wir meine Beutetruhe wieder haben. Es ist ja Zweihand und wie ihr wisst, Zweihand kommt nicht in mein Repertoire. So. Was ist das denn? Ach, eine Zweihandwaffe. Rüstung. Den brauchen wir auch nicht. Reparaturen. Ja, wir wollen mal alle Gegenstände reparieren. Und jetzt geht's auf zur Kathedrale. Ich würde trotzdem gerne wissen, Straßen von Westmark, was hier passiert ist. Oh Gott, was war das denn? Dämonenblut? Also ich blick noch überhaupt nicht durch. Ah, die Gegner sind bis jetzt... Ja, wir wollen jetzt erstmal die Gegner alle kriegen, damit wir das jetzt zum Anfang anhören können. Was ich gut finde, die sind nicht feige. Der Schatten berührte mich und meine Sicht verdunkelte sich bis zur vollkommenen Finsternis. Diese wurde von einem blassen Licht abgelöst, das mich meiner Kraft beraubte. Nachzugeben schien der einfache Weg. Doch ich bemühte die letzten Reste meiner Willenskraft und kämpfte dagegen an. Wie eine Flut brachen die Farben wieder über mich herein. Der Schatten befand sich direkt vor mir und ich trieb meinen Speer durch ihn hindurch. Oh, ja, sehr nett, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Wieder aufsteht, war mir fast klar. Wieder neue Gegner, wieder neues Wissen. Das wollen wir uns natürlich jetzt sofort aneignen. Die Wiedergänger-Schildwachen waren einst die Beschützer von König Justinian dem IV. Selbst. Sie wurden aufgrund ihres Mutes und ihrer Waffenkünste ausgewählt und begleiteten ihn zu jeder Zeit. In ihren kunstvollen Rüstungen der besten Handwerker Westmarks boten sie einen imposanten Anblick. Doch am eindrucksvollsten waren ihre Schilde, die zielsicher zum Schutz ihres Königs einsetzten. Also wir erfahren viele über die Gegner hier. Ich will sie einfach nur abschlachten und ersetzen. So, hier ist die Tür. Innenhof der Kathedrale. Wir sind gleich da. Und wir brauchen diese kleinen Zeugnisse. Da müssen wir hin. So, ich will mich natürlich, bevor wir da hingehen, erstmal umgucken. Da können wir uns... Da kommen wir später hin. Da kommen wir noch gar nicht hin. Auch nicht, die ganzen Wege sind noch zu. Als junger Templer wurde dieses Gebäude für mich zu einem Symbol für die Korruption, die im Namen Zakarums... Verteidigt die Kathedrale! Jagt diese elenden Kreaturen zurück! Ein glorreicher Kampf erwartet uns. Oh ja. Mach so. Sprecht mit Tyrael. Er ist da. Fragt sich nur wo. Da ist er. Wo seid ihr? Ja, sicher. Ich bin immer da. Wo soll ich denn sonst sein? So, ich will mich aber erstmal weiter umgucken. Die große Stadt Westmark. Was ist hier nur passiert? Aber hier liegt nichts rum. Schade. T.
Tyrael, was treibt Maltael zu diesen Taten? Er labt sich am Tod. Jedes Leben, das seine Seelenernte nehmen, macht ihn stärker. Jetzt, da das oberste Übel fort ist, hält Maltael den perfekten Zeitpunkt für gekommen, um den ewigen Konflikt zu beenden. Die Menschheit hat mit diesem Krieg doch nichts zu schaffen. Aber wir stammen von Dämonen und Engeln ab. Maltael sieht bloß Dämonen in uns. Kathedrale! Alle Alter. Flüchtlinge befinden sich dort! Folgt mir! Was war das denn? Okay. Ein neuer Dolch. Oh, den kriegst aber du dann. Da stand nämlich überall Plus. Danke. Ja, bitte. Kein Ding. Können wir jetzt unten rein? Ist jetzt eine gute Frage, ne? Ne, immer noch nicht. Okay.